Hallo alle gut, da sind wir jetzt mit einer neuen Folge Yuki TV. Das gehört mit dabei der Guy Scholtes, der Science Club, der Pascal Fouvolz. Wir sind bis auf Las Vegas gedüst und haben ein kleines Video von David Goldwager geschickt gekriegt. Und dann haben wir noch einen kleinen Überblick von ein paar flotten TikTok-Videos. Und zu guter Letzt noch Pete Jacoby eine kleine Zusammenstellung mit ein paar Fotos von unserer Stadt und einem bisschen speziellen Zustand. Viel Spaß, da geht es direkt los mit Guy Scholtes. Ja, guten Morgen alle guten zusammen. Ich lebe Jukianer hier von Kirlen. Die einen kennen mich, die anderen kennen mich nicht. Ich bin Guy Scholtes, ich bin Chef in der Gemeinde. Und allen, wirklich allen, feiern sich hier allen, feiern Präsident vom Juki. Die mich kennen, wissen natürlich noch hier in der Gemeinde andere Funktionen. Ich bin Präsident von der Kulturkommission. Und das ist doch das, was ich für lecker fragen. Mir ist hier an der Gemeinde Kirlen immer ganz viel sagen, was mit der Kultur zu tun hat. Das ist wichtig, dass Kultur als ein aller Begriff, das kann ich am Duden nicht gucken, was das geht, das will ich so nicht machen. Was mir im Herz leidt, nicht nur mir allein, das ist, wie sie dir als Jung, als Kultur an der Gemeinde Kirlen. Was können wir für euch, Jungleute, machen? Und umgedreht, was können die Jung als Kultur beitragen? Für die Gemeinde Kirlen leicht. Um eine Möglichkeit zusammen können zu schaffen, besteht durch eine Schnittstelle, die euch betrifft, die euch betrifft, sind nicht Konzerne für euch, sind nicht ausschließlich für die Jungen. Es gibt viele Möglichkeiten, just mir Ältere, ich zähle mich zu den Ältern, wir kennen die nicht. Es wäre froh, ich wäre ganz froh, wenn wir uns könnten zusammensetzen und die Probleme ausschwätzen, die die Jungen an der Kultur hat, die wir in der Kultur gesagt haben, aber wie wir sie können umsetzen. Wir haben Möglichkeiten genug, müssen nach Schluss unterstützen und sie diskutieren. Übrigens, nächstes Jahr, wenn der ganze Virus schrott, er ist der Faisal. Dann haben wir ein großes Fest zu Kirlen, das ist der Cookie. Cookie 2021. Die steht fest, die ist am Mai, das ist um dieselbe Zeit wie los, am Feier am Mai. Und da werden wir ein paar tausend Leute können zu Kirlen empfangen. Da wäre es flott, wenn wir wirklich können zurückgreifen. Actions für zu helfen, was immer wichtig ist, was junge Leute. Wir führen alle mit ihren Ideen. Eins wäre es schon gelehrt, dass wir können die jungen Leute von Noah von Herren, das muss nicht immer aus der Gemeinde Kirche sein, mit können wir Kollegen sein, egal wo sie herkommen, von Mama, von Garnisch, von Holzem, egal von wo, können wir dann Boot holen. Das wäre flott. Wir können das gerne mit dir zusammensetzen. Dir soll das tun, was er Ideen wären, er Zielsetzungen, was können wir gerne machen, wo steht er dahin, was können wir zusammen beitragen für die Kultur an der Gemeinde Kirlen einzuzahlen. Ich weiß, dass er ganz viel Engagement hat, die sind schließlich noch Teil, was die daran schauen, die das schaffen. Da denkt er von uns, was braucht ihr, was wird machen und was wird teuer. Leute sind nicht nach Hause, nächstes sind auf der Schule. Das ist nicht einfach, das ist der Dividend, da muss ich alles mal kaufen. Mit das Leben. Die sind Leben, die sind Zukunft für die Gemeinde Kirlen. Vom ganzen Land, von der ganzen Welt, überall, also die Jugend. Und die sind die Jugend. Und wir zählen mit euch. Egal wo, am Sport, Kultur, am Leben, immer die Jungen und immer Prioritäten. Und wir wollen Prioritäten mit euch zusammensetzen. Wenn ihr das wollt machen, seid ihr bei uns richtig, Herr Zekiel. Schwätzt mit euch, schwätzt mit Ben, schwätzt mit Mark, ihr neuer Präsident, ihr seid jung und dynamisch. Kein so nah wie mich, mich braucht ihr nicht mehr. Ich helfe nicht, er sagt und besetzen, was muss sein. Dafür sind wir da. Dafür sind wir Präsident von der Kulturkommission. Gemeinde Kirlen werde ich helfen. Der Chefwort wird immer für dich da sein. Mit Ideen, die muss ich dir bringen. Und rasch, das können wir machen. Übrigens, als erster Chef von unserem Namen K-Bock, ich will nicht alle guten, ein ganz, ganz großes Merci für die Hilfe, die da gelegt wird während der Corona-Krise. Die der exemplarisch, hoppla. Exemplarisch habe ich gelesen für das Ehler Leute. Mein großer Respekt, den dir da mitgemacht hat. Ein großer Respekt für das, was gemacht hat. Und ein großer Merci für das, was er noch macht. Das war es, was ich vorzuhören. Ich wünsche dir einen schönen Weekend. Und gib dir gute Partie, wenn du ihm darfst. Aber lohnt er nicht. Bleibt gesund. Bleibt hängst du nach daheim. Und pack dich noch ein bisschen. Da werde ich schon gut kommen. Merci sehr, dich, der Schulte Segi. Wenn du mich brauchst, was du wirklich fand. Gemeinde Kirlen, g.scholz.kirlen.lu. Ich soll dich messen.
Moin, ich bin die Leute von Jürgenthal's Mama Garnisch und ich bin froh zusammen mit dir, ich kann den Quiz für den Halli Rally zu machen. Den aus dem 23. Mai an den 6. Juni. Von oben 7 Uhr plus minus eine halbe Stunde. Wie weiß die meisten Frauen, wie kann die meisten Antworten geben? An dem Sinn, viel Spaß und bis geschwind. Hallo alle Gue, heute sind wir mit der Yuki News. Und für dich wollte ich mal sagen, dass der Yuki bis auf weiteres Mal nach Zoo bleibt. Wir haben ja schon am Laufenden und wollten auch nach, dass der ein Kavus, dass da ich immer könnt bei uns malen, wenn der wollt schwatzen oder uns Sachen erzählen oder weisen. Sind wir auch ganz froh, wenn der irgendwas gemacht hat, was der uns wollt weisen, wenn der produktiv war. Die können das immer gern alles rauschecken. Du freu mir alles drüber. Wie der vielleicht mitgekriegt hat und gesehen hat auf Facebook und auf Instagram, hat der Ben Freude für uns 2 Wochen bei sich daheim im Garten probiert, selber Fanta zu machen. Das hat ziemlich gut ausgesehen, aber vielleicht hat er das hier auch daheim probiert, nur zu machen. Weil ja, da lassen wir es wissen. Und genauso hat dieser dann die letzte Freude bei sich daheim probiert, Eistee selber zu machen. Und vielleicht hat er das hier auch angeguckt oder sogar auch daheim ausprobiert. Aber wie immer haben wir auch ein flottes Experiment dabei, was wir von Science gekriegt haben. Und das können wir euch noch hier angucken. An diesem Experiment von Haut weiß man, wie man einen Luftballon ablösen kann, mit Hilfe von einer einfachen chemischen Reaktion. Alles, was er dafür braucht, Backpulver, Essig, ein Luftballon und ein kleines Flash. Was hier geschieht, wo der Feststoff Backpulver reagiert mit der Flüssigkeit Essig und dabei entsteht ein Gas, CO2. Ihr braucht Platz, dafür wird der Luftballon abgeblasen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Merci Anne. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Halli Rally. Auch Leute, die sich nicht gemeint haben, die haben sich so ein Haus, wenn wir den Kick gehen, ich will eine kleine Challenge lesen. Ihr seid immer willkommen. Könnt ihr leider nicht mehr gewonnen, aber Spaß mit euch wahrscheinlich trotzdem. So, lo geht es weit über das größte Meer, bis auf Las Vegas, wo ein Lutzbäuer, den ihr vielleicht kennt, eine Magic Show hat. Und das ist der David Goldrake. Und auch sie sind in der Quarantäne. Wie wir alle wissen, also in Amerika das ist ja auch nicht gerade so rosig. Und hier zählt das Lo, wenn ihr in Quarantäne zu Las Vegas bringt. Manch geht. Hallo. Hallo alle Guten, mein Name ist David Goldrake, ich bin Illusionist, ich bin heute zu Las Vegas und ich möchte mich gebeten, euch ein bisschen zu erzählen, wie das Konfinement zu Las Vegas ist, im Gegensatz zu Lützeburg. Es gibt keine großen Unterschiede, hier ist auch seit 4 Wochen, respektive 5 Wochen, ziemlich alles zu. Der Unterschied ist, dass Las Vegas auf Entertainment und Hospitality basiert und da funktioniert im Moment gar nicht mehr. Die Hotels sind alle zu, die Casinos sind alle zu, die Showen sind alle zu gemacht, die Restaurants, Kino und andere Geschäfte sind natürlich auch alle zu, Kofferen, alles. Es funktioniert nicht mehr das Basis, genauso wie zu Lützeburg. Als Künstler, also mittlerweile ein bisschen kompliziert, weil wir haben absolut kein Arbeit, das ist leider auch weltweit so, wie das keine Publikmanifestationen dafür gehalten gehen. Dafür profitieren wir aber alle gut, für neue Skills zu entwickeln, sie wird filmen, Photoshop, Adobe Premiere oder sonst irgendetwas, was heute eben immer mehr erfordert wird für unsere Branche. Es sind am Gange ganz viel Zoom zu studieren, für andere Shows aufzubauen, die können virtuell funktionieren. Es ist meine Bibliothek, wo ich mich darauf halte, neue Bücher lesen, neue Kunststücke recherchieren, die ich muss neuerdings auch aufpassen für die neuen Konditionen. Anders schönen Depot von drin ein Großteil mit meinen Illusionen und ich profitiere von der sogenannten dödischen Zeit für Altmaterial zu flicken, für neues Material aufhängen zu bauen. Also das sicher gefällt mir dabei, der Dienstag wird nicht aus, als dass wir keine Show haben. Die Leute fragen mich immer, was müsste so am Tag, wenn sie nicht auftritt. Aber ja, das sind all die Sachen, die ich erklärt habe. Marketing, was muss gemacht werden, Public Relations, neue Sachen studieren, neue Sachen proben, neue Sachen testen, neue Ideen recherchieren.
Und das ist das, was eben alle Künstler möchten. Das ist nicht ein Spektakel, den der Bescheid möchte. Ein Spektakel ist eigentlich der schöne Teil, der flotte Teil. Das ist eine Stunde oder zwei Stunden pro Abend auf einer Bühne zu stehen. Mit das ganz rundherum ist das, was das ganz solidifiziert. Das ist eigentlich das Fundament von der Show. Und so verbringe ich bei meinem Tag. Ich probiere parallel ein bisschen fit zu bleiben, ein bisschen Sport zu machen, wie die meisten. Wir haben ganz schön wieder heute zu Las Vegas, bald sicher im Vergleich zu Lützeburg, aber das ist ganz flott. Also, es haben alle gut neue Distanzen. Es geht kein bei den anderen, wir sehen uns nicht, wir rufen uns all der Runde. Und ja, that's kind of what it is. Nicht ganz viel anders wie zu Lützeburg, wir haben just wie gesagt, mich schon wieder, an meinem Fall, genauso wie all meine Künstlerfreunde, haben wir gut keine Arbeit, gut kein Abkommen, aber das wird geschwind. Dank ihr, hoffentlich rum passieren. Ich wünsche euch zu Kirchen alles Gutes. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen etwas erklären, über das, was hier lebt. Entretemps, bleibt gesund, bleibt vorsichtig und bis ganz geschwind. Merci! Ma ja, da sind wir gespannt und dann hoffen wir und wünschen immer das Beste, auch auf Vegas. Dann zu einer anderen Sache, der Pascal von Wolfs, der Nussbilder von Wolfs, der Wolfs von Nussbilder, du weißt ja, wie das. Wir haben da ja, einen kleinen Quiz vorgestellt. Pascal, da sind wir. Moje Yuki, ich hoffe, wir das ein bisschen besser bei euch wie heute. Und zwar kommen wir zur Frage von der letzten Kehr. Natürlich war das der Tjoko Ono gewesen, John Lennon, seine Frage gewesen. Und zwar kommen wir zur Frage von dieser Woche. Die Purple hatten in den 70er Jahren einen relativ bekannten Lied geschrieben gehabt. Und zwar, sie waren zu Montreux am Genfer See gewesen. Und da hatten sie von ihrem Appartement aus, wie sie noch ein View hatten auf dem Genfer See, hatten sie gesehen gehabt, dass am Hammergrund irgendwo ganz, ganz stark gebrannt hat. Und zwar war der berühmte Musiker aus den 70er Jahren, den hat er Konzert gehabt. Und ich, den Honk aus dem Publikum, hatte eine Leuchtgranate dann einfach mal an den Plafond geschossen gehabt und dann ist der ganze Boutique da aufgebrannt gewesen. Und dann kommen wir zur Frage, wie hoch das liegt, was sie da geschrieben hat. War das erstens Black Knight oder zweitens Smoke on the Water? Schreibt ihr immer gerne eine Antwort in den Kommentaren. Bleibt gesund, bis die nächste Mal. Ciao, ciao. Merci, Pascal. Aber wie alle Woche haben wir den einen anderen Video reingeschickt, einen kleinen Überblick von Credalo. Viel Spaß! Aber wie immer sind wir schon da. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr etwas reinschicken wollt, hier drinnen, einfach ein Mail auf info@yuki.lu. Auch alle Links zu allen Sujets von der Hai. Viel Spaß! Kommen wir leider schon zum Schluss von unserer Sendung. Riesen merci für gucken. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr auch vielleicht ein Format machen wollt, etwas einen kleinen Teil an der Sendung, so das Bescheid. Wie gesagt, alle Links sind drin, alle Zügen, die dann einfach gucken wird, auch alles sind drin. Mir sind ein größtes Merci. Lo, gib mir an den Kopf in den Mann, dann statt Lützburg. Ein paar zurück zwar. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Foto-Video-Reihe. Alles.